بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، جرت عاده علماء السلف رحمهم الله تعالى انهم يغتنموا الاوقات في تذكير الناس. نعم. Birbirine namaz ayızlık bir adam. Masayın fiil zeyneti Profet Muhammed bir kişisi de gönlüsü de tradisyonun unsere rechtschaffenen Vorfahren und den Gelehrten von ihnen im Speziellen, dass sie versuchen, die Zeit perfekt zu nutzen und die Zeit der Menschen auch perfekt zu nutzen. Allah subhanahu wa ta'ala ja'al qulub al-ibad tahin wa turid حج بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم. الله hat unsere Herzen, die Herzen der Menschen so erschaffen, dass sie sich sehnen danach, die Pilgerfahrt zu verrichten, und wir bitten Allah, dass uns sehr erfüllt zu geben. منزلة الحج ركن من أركان الإسلام. Ihr wisst, es ist eine Säule der Säule des Islam, die Pilgerfahrt zu vollbringen. ويجب في العمر مرة. Einmal in deinem Leben ist es deine Pflicht, das zu tun. نعم. الحج لغة القصد. حج بدون العربية، لأن العربية شبهة. يعني يقصد السوق، يقصد المسجد، يعني يذهب إليه. نعم. أي بشكل تسير. وشرعا هذا المهم عندنا، التعريف الشرعي لا يهم التعريف اللغوي، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالشرع. نعم. Und die islamische Definition ist die, die uns viel mehr interessiert, weil das von Allah von uns verlangt letztendlich. قصد بيت الله الحرام والمناسك والمشاعر في زمن مخصوص على وجه مخصوص. نعم. Die islamische Definition ist, dass man sich Allahs heiliges Haus zum Ziel nimmt. Und zwar zu einer dafür vorgesehenen Zeit und mit vorgesehenen und dafür vorgesehenen Ritualen. نعم. بعد هذا نريد أن نذكر أمور مهمة في الحج. أمور مهمة في الحج لابد أن تتعلم هذه الأمور. Wir wollen uns einige Dinge zuwenden, die man unbedingt wissen muss, wenn man Hajj macht. منها أركان الحج. Die Säulen der Hajj zum Beispiel. نعم، أركان الحج أربعة. Es gibt vier Säulen bei der Hajj. الركن الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك. لابد أن تفرق بين لبس الإزار والرداء وبين الإحرام. هنا الإحرام معناه نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم، إذا الركن الأول يعني كأن الحج الآن يقوم على أعمدة أربعة. لو أسقطنا عمود واحد من هذه الأعمدة انهار البناء. الركن الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك، لا على ما يظن بعض الناس أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء. نعم. Eine dieser Säulen verliert, dann wird es zusammenkrachen, und das ist etwas, was wir vermeiden müssen. Selbstverständlich die erste dieser Säulen ist, was man Ihram nennt, und damit ist nicht gemeint die Kleidung, die man anzieht, die ja auch so genannt wird, sondern damit ist die Absicht, damit ist gemeint die Absicht zu fassen, in den Islam, die Hajj zu vollbringen und in diesen rituellen Zustand zu gehen. Hallo, ركب إنسان مع الناس وأتى بكل ما يأتي به الحج، لكن لم ينوي بهذا الحج، بهذا العمل، فهذا حج باطل ولا شك في بطلانه. نعم. Wenn also jemand alles macht, was man bei der Hajj machen muss, wie die Leute es machen, er macht alles mit, aber er hat nicht diesen ersten Schritt gemacht, er hat nämlich nicht die Hajj beabsichtigt, dann ist seine Pilgerfahrt ungültig. الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة ولو لحظة، يعني ولو ثانية واحدة
يقف بعرفة. ومعنى الوقوف بعرفة أن يقوم بعرفة، سواء كان واقف أو نائم أو جالس أو راكب. نعم. Die zweite Säule ist, dass man vorhanden ist beim Berg Arafat, in diesem Bereich, dass man sich dort aufhält und selbst wenn es nur eine kurze Zeit ist, man muss nicht unbedingt dort stehen, sondern man muss sich dort aufhalten in irgendeiner Form. ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر. Und der Zeitraum, in dem man das macht, ist يعني مع أذان الظهر من يوم التاسع إلى أذان الفجر من يوم العيد. نعم. Ist vom wenn die Sonne am 9. Hajj-Tag im Zenit steht, das heißt Beginn des Mittagsgebets, bis zum Gebetsruf zum Adhan vom Fajr-Gebet am nächsten Tag. نعم. ثم بعد هذا الركن الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة. Die dritte Säule ist der Pflicht-Tawaf, das Umrunden des Heiligen Hauses. طواف الإفاضة له أسماء، له اسم غير هذا الاسم، من يعلم؟ Diese طواف طواف الإفاضة genannt, aber es gibt auch andere Bezeichnungen. هل طواف الإفاضة هو طواف الزيارة الذي لا يفرق بين طواف الإفاضة وطواف الزيارة؟ هذا ما يعرف شيء في الحج. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة شيء واحد. لماذا سمي طواف الإفاضة بهذا الاسم؟ فإذا أفضتم من عرفات، لأن هذا الطواف ركن من أركان الحج، لابد أن يكون هذا الطواف بعد الوقوف بعرفة. ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يخرج إلى عرفة، وعرفة ليست من الحرم، ثم يرجع كالزائر لأنه كان في الحرم ثم خرج ورجع كالزائر. وبعض الناس يظن أن طواف الزيارة غير طواف الإفاضة، يظنه هو طواف القدوم. نعم. Und zwar ist eine der Bezeichnungen auch Tawaf al-Ziyara, das heißt Besuchstawaf, was natürlich nicht meint, dass man es einfach nur so macht, sondern es ist und bleibt diese Säule der Hajj. Aber man nennt es so, weil es stattfindet, nachdem man in Arafa war, also man hat Mekka verlassen bei Arafa und kommt dann wieder zurück, als wäre man ein Besucher. Deswegen ist das eine weitere Bezeichnung für diesen Tawaf. إذن طواف الإفاضة لابد أن يكون بعد الوقوف بعرفة. لو طاف قبل الوقوف بعرفة وقال هذا طواف الحج، نقول لا، هذا ليس بطواف الحج. طواف الإفاضة يعني بعد الإفاضة من عرفة. نعم. Diese طواف، diese Umdrehungen um das Haus herum müssen stattfinden nachdem man عرفة. نعم. بعد هذا السعي، أي سعي الحج. نعم. Die vierte Säule ist السعي، das Laufen. نعم. الأصل أنه كان قبل هذا أن يأتي بشروط الحج. شروط الحج. نعم. Es wäre angebracht gewesen, dass man, bevor man sich den Säulen zuwendet, die Voraussetzungen für die Hajj bespricht. يجب الحج على المسلم. Und zwar ist es Voraussetzung, dass man ein Muslim ist. طيب لو قال لنا قائل أصلا الكافر لا يجب عليه الحج ولا الصلاة ولا الصيام، يجب عليه أول ما يكون الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber der muss ja sowieso all diese Dinge nicht machen. Alles, was er macht, muss ja erstmal dieses Glaubensbekenntnis zu sprechen. فلماذا يذكر العلماء في كل عبادة أن من شروط أي عبادة من العبادات الإسلام؟ لماذا يذكر هذا؟ نعم. Warum machen die Gelehrten das dann trotzdem, wenn sie die Voraussetzungen für die Gottesdienste erwähnen, dass sie immer sagen, man muss Muslim sein? لأنه قد يحج من يسب الرب. Es könnte sein, dass jemand die Bilder verbracht, der seinen Herrn beleidigt. يطوف حول القبور. Oder jemand, der nicht nur auf der Moschee macht, sondern auch im Gräber. يذبح لغير الله محبة وتعظيما لأصحاب القبور. Opfer bringt für jemanden außer Allah. فهذا حج باطل. Das ist eine Person, dessen Hajj, dessen Begabat ungültig ist. الثاني من شروط الحج يجب الحج على العاقل فخرج بهذا المجنون. نعم. Die zweite Voraussetzung ist, dass man bei Verstand ist, also jemand, der psychisch verwirrt oder krank ist, so dass er nicht mehr versteht, der muss nicht gerettet.
ويجب الحج على البالغ خرج بهذا الصغير الذي لم يبلغ فلا يجب عليه الحج، لكن إن حج فله أجر لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. Dritte Voraussetzung ist, dass man islamisch volljährig ist, das heißt, dass man die Pubertät erreicht hat in einer der verschiedenen Formen, die es dafür gibt. Das heißt, wenn man die Pubertät noch nicht erreicht hat, noch nicht islamisch erwachsen ist, dann kann man trotzdem Hajj machen, wird dafür belohnt, aber es wird einem nicht die Pflicht dadurch erlassen, die Säule mit sich bringt. وَيَجِبَ الْحَجِ عَلَى الْحُرْ خَرَجَ بِهَذَا الْعَبْدِ نَعَمْ. Und es geht darum, oder eine weitere Voraussetzung ist, dass man frei ist, weil nur ein Sklave ist, nicht dazu verpflichtet. Und die fünfte Voraussetzung ist, dass man in der Lage dazu ist. Und in der Lage dazu sein, das ist eine individuelle Sache mit den Geschwistern, je nachdem, um wen es sich handelt und woher man kommt. Jemand, der zum Beispiel verschuldet ist, ولكن هذا الدين غير حال، الدين مؤجل في كل شهر يدفع أقساط لشركة السيارات مثلا، نعم. Zum Beispiel muss eine Schuld regelmäßig monatlich zurückzahlen. نقول لهذا هذه الأقساط ليست حالة مؤجلة، تستطيع أن تذهب للحج ولا إشكال، ولا يشترط إذن صاحب هذا معرض السيارات مثلا، نعم. Das ist eine Form, die kannst du ja also von Schulden, die du nicht sofort komplett begleichen musst. Das heißt, du kannst trotzdem die Hajj machen, wenn du das Geld hast, du kannst danach die restlichen Schulden bezahlen. وتزيد المرأة شرط ثالث وهو وجود محرم إن ماذا؟ إن كانت تسافر إلى مكة يعني من خارج مكة، نعم. Und es gibt eine weitere Bedingung speziell für die Frau, dass wenn es eine Reise für sie darstellt, zur Hajj zu gehen, dass sie einen Mahram hat, für einen männlichen Verantwortlichen. نعم واجبات الحج. Die Pflichten der Hajj. ستة. Es gibt sechs. نعم. سبحان الله الذي لا يعرف الحساب هذا فيه شبه بالنصارى. نعم نعم نعم. Er sagt also, wer nicht rechnen kann, der hat die Eigenschaft von einer bestimmten Gruppe von Menschen. لماذا؟ لأن هؤلاء يقولوا واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، وهذا لا يقوله عاقل يعرف شيء من الحساب، لأن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. Es gibt ja wirklich Menschen, die sagen, dass 1 plus 1 plus 1 gleich 1 wäre, aber Alhamdulillah, wir wissen, dass das 3 ergibt. واجبات الحج ستة. Es gibt 6 Pflichten der Hajj. نعم. ولابد أن ترتب الواجبات حتى تحفظها، ترتبها بحسب الأعمال. نعم. Und wir sollten die in einer bestimmten Ordnung anordnen, damit wir sie uns gut merken können. الواجب الأول الإحرام من الميقات المعتبر. Die erste Pflicht ist, dass man in den Ihram-Status eintritt, an dem dafür vorgesehenen Ort im Miqat. والمواقيت عندنا إما مواقيت زمانية أو مواقيت مكانية. Und wir haben مواقيت, also verschiedene Plätze, die zeitlich oder örtlich bestimmt sind. الميقات الزماني هي أشهر الحج. Zeitlich ist es natürlich in der Hajj-Zeit. Shawwal und Dhul Qa'dah und Dhul Hijjah. Man kann in diesen Zustand eintreten in Shawwal, Dhul Qa'dah und Dhul Hijjah. نعم. الميقات بالنسبة لكم هنا إن كان نزول الطائرة على المدينة فالميقات هو ميقات على المدينة ذو الحليفة وسمى الآن بأبيض علي. Wenn wir von hier uns auf die Reise machen und nach Medina fliegen, dann nehmen wir auch den Depart der Leute von Al-Medina und der wird heutzutage Bir Ali genannt. وإن كان نزول الطائرة في جدة فلا بد من الإحرام قبل نزول الطائرة في جدة محاذاة الجحفة وتسمى اليوم بقرية قريبة منها سمى رابغ. نعم. Und wenn wir aber hier nach Jeddah fliegen, dann müssen wir schon auf dem Weg, also bevor wir in Jeddah landen, den
in dem Ihram-Status eintreten und in einem Ort gibt es. هذا من إقامة أهل المغرب وأهل مصر. نعم يسمى رابغ اليوم. نعم هذه قرية قريبة من الجحفة. نعم. ein Ort kurz vor Jaffa und das ist der Miqat für die Leute die aus Nordafrika kommen. الواجب الثاني من واجبات الحج. zweite Pflicht. ما هو؟ من غشنا فليس منا. wer kann sagen ohne zu betrügen. منى قبل عرفة. لا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يعني لا يمكن له الخروج قبل أن تغيب شمس يوم التاسع. نعم هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. نعم. Die nächste Pflicht ist, sich aufzuhalten bei Arafa bis zum Sonnenuntergang. نعم الواجب الثالث من واجبات الحج. Die nächste Pflicht. المبيت بمزدلفة. نعم. Dass man die Nacht in مزدلفة verbringt. ثم الواجب الرابع ما هو؟ رامي الجمرات. Eine weitere Pflicht besteht darin, die Säulen mit kleinen Steinen zu abzuwerfen. رامي جمرة العقبة في يوم العيد، جمرة واحدة فقط في يوم العيد. والجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. نعم. والصواب bedeutet, dass es am Eidtag, also am 10. des Hajj-Monats, die größte der Säulen abwirft und am 11. und 12. bzw. 13. alle abwirft. ثم الحلق وهو أفضل أو التقصير. Und die nächste Pflicht der Hajj ist, dass man sich die Haare kürzt oder ganz abrasiert, letzteres ist besser. ثم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. Und die nächste Pflicht ist, dass man in Mina übernachtet und zwar an den sogenannten Tashriq-Tagen, den Tag und den Nächten, die Tage des 11. und 12. und wer sich verspätet auf den 13. هذه واجبات ستة وهي واجبات الحج. نعم. Das sind die sechs Pflichten, die man bei der Hajj. والصحيح أن طواف الوداع ليس من واجبات الحج. من واجبات الحج. هو واجب نعم لكن ليس من واجبات الحج. نعم. Und hier ist noch als siebtes der Abschiedstawaf genannt, aber es ist richtiger zu sagen, dass er zwar eine Pflicht darstellt, aber keine Pflicht der Hajj an sich. نعم. بعد هذا نذكر أنواع النسك. أنواع النسك عندنا تمتع وإفراد وقران. تمتع وإفراد وقران. التمتع أن يجمع بين الحج والعمرة ويكون عليه هدي. نعم. Es gibt drei Formen, wie man die Pilgerfahrt vollbringen kann. Die werden genannt تمتع und يأتي بعمرة كاملة ويتحلل منها ويأتي بحج كامل ويتحلل منه ويذبح الهدي. نعم. Die erste ist التمتع und das bedeutet, dass man erst komplett eine kleine Pilgerfahrt, die Umrah macht und dass man dann komplett seine Hajj macht und dass man ein Schlachttier opfern muss. أما الإفراد والقران شيء واحد في العمل لكن القارن عليه هدي. Und die beiden anderen Formen, إفراد und قران, sind im Prinzip gleich, bis auf die Tatsache, dass derjenige, der قران macht, ein Opfertier schlachten muss. نعم. الآن نريد أن نذكر باختصار صفة الحج ومع العمرة. نعم. Jetzt wollen wir in aller Kürze den Ablauf der Hajj und der Umrah darstellen. الأصل أن الإنسان يستعد للحج بماذا؟ أولا بأن يتعلم قبل أن يذهب للحج والإشكال كل الإشكال في من يسأل بعد الحج يقول صنعت كذا صنعت كذا يا أخي لماذا لم تسأل قبل أن تخرج للحج؟ الآن تسأل بعد الحج هناك من العلماء عندنا لا يمكن أن يجيب عن سؤال بعد الحج لمن يسأل عن الحج يقول إن شاء الله تحج العام المقبل. والله إذا أردت الذهاب إلى دولة أوروبية مثلا عياذا بالله
Nein. Es gehört dazu, sich richtig auf die Hajj vorzubereiten. Und das heißt, dass man erstmal sich das Wissen aneignet, das man brauchen wird. Und das Problem, das große Problem, ist findet man bei den Leuten, die erst nach der Hajj anfangen zu fragen. Anstatt dass sie vorher fragen, machen sie erstmal ihre Pilgerfahrt, bauen Fehler rein und dann fragen sie die Gelehrten und sagen, oh, ich habe das und das und das gemacht, was soll ich jetzt tun? Und es gibt in Saudi-Arabien Gelehrte, die haben sich, die antworten prinzipiell nicht auf Fragen der Pilgerfahrt, nachdem die Pilgerfahrt gemacht wurde. Die sagen, nächstes Jahr kommst du wieder, machst du mal die Hajj. Mal Yasna, يسأل عن العملة ويسأل عن السوق ويسأل عن التذكرة ويسأل عن الفنادق ويسأل عن المواصلات ويسأل عن كل شيء. أما اللي يذهب الحج يذهب فاقد بلا سؤال ولا غير. نعم. لماذا أنا عندي غايز ما أخذ مش في الأولو كيف دفيت إيش إيش بنيش الفوضى غاي دفيت شاور بس إيش في الديهم كيف بس das beste Hotel ist ob er einen Reiseführer bekommen kann dies und jenes alles mögliche wird er sich darauf vorbereiten aber wenn er zu Hajj geht dann sagt er yallah und noch nichts. يجب علينا تعلم أحكام الحج وجوبا. نعم. Es ist also eine Pflicht des Muslims, dass er die Regeln der Pilgerfahrt lernt, bevor er hingeht. نعم. إذا كانت الطائرة على ما هو حالكم اليوم تنزل في جدة لابد أن يأخذ معه الإحرام فوق في الطائرة حتى يلبس الإحرام في الطائرة فوق. نعم. Also wenn wir starten mit dem Flugzeug von Frankfurt und wir fliegen nach Jeddah, dann müssen wir unsere Ihram-Kleidung, also diese weißen Lagen, mit uns ins Flugzeug nehmen. ويصح أن يلبس الإزار ورداء الإحرام قبل أن يركب الطائرة لا إشكال لكن التلبية متى تكون وعقد النية والإحرام يكون متى عند الميقات أما الاستعداد قبل الميقات هذا لا إشكال فيه نعم und es ist überhaupt kein Problem wenn man sich die Kleidung die Hajj-Kleidung schon davor anzieht damit kann man schon ins Flugzeug steigen aber das Entscheidende ist dass man seine Absicht fasst wenn man bei dem Miqat ist bei dem entsprechenden Punkt بالنسبة لتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين إن احتاج لهذا صنع وإلا هذه ليست من مستحبات الإحرام على الصريح والله أعلم إن احتاج حلق وإلا ليست من مستحبات الحج والعمرة نعم wenn man sich zum Beispiel noch die Schnurrbart lösen muss oder die Fingernägel oder andere oder die Schambehaarung etc. dann ist es eine Sache die man machen kann aber der nach der richtigen Ansicht ist es nichts, was eine Sünde wäre, das zu machen. Man muss es okay, wenn man muss. نعم من المستحبات من مستحبات الحج والعمرة الاغتسال قبل الإحرام ويصح أن يغتسل قبل أن يركب الطائرة قبل أن يأتي المقات يصح ولا إشكال خاصة من يركب الآن الطائرة نعم. Was allerdings von der Sunna ist, was gut ist zu machen, ist, dass man eine ganze Körperwaschung durchführt, einfach Ghusl macht. Und da das natürlich im Flugzeug ist, möglich sein wird, ist es auch okay, das vor dem Flug zu machen. ويستحب له أن يتطيب في بدنه لا في إحرامه. هذا الرجل فقط للمرأة. نعم. Und es ist auch eine gute Sache, wenn der Mann seinen Körper parfümiert, allerdings nicht die Kleidung. ويلبس إزار ورداء ذا لون أبيض نعم هذا السنة es entspricht der Sunna dass man die weiße Farbe wählt für diese beiden Kleidungsstücke die رداء إزار genannt werden هذا للرجل أما المرأة تحرم في أي لباس بشرط أن لا يكون هذا اللباس محرم نعم وهذا الذي يصنع بعض النساء أن تلبس لباس أبيض وعلى صفة كذا وكذا هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Die Frau dahingegen kann sich irgendeine Kleidung anziehen, solange es im erlaubten Bereich ist, islamisch. Was manche Schwestern machen, dass sie unbedingt weiße Kleidung tragen, die bestimmte Charakteristika hat, das ist nicht von der Sunna. نعم. الآن إذا كان من عادته أنه يصلي ركعتين سنة الوضوء وتوضأ وصلى يكون الإحرام بعد الصلاة أو إذا حضرت الصلاة كصلاة الظهر مثلا أو العصر حضرت الصلاة يصلي أولا ثم يحرم بعد الصلاة نعم wenn es die Gewohnheit eines Menschen ist
dass er nach dem Wudu zum Beispiel immer zwei Rak'a betet, dann sollte er im Anschluss an diese zwei Rak'a seine Ihram anlegen. Und wenn zum Beispiel die Zeit vom Mittagsgebet oder von einem Gebet gekommen ist, dann sollte er erst beten und dann den Ihram anlegen. أي نية الدخول بالنسك والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة نعم. Und wir haben ja gesagt, dass Ihram jetzt in diesem Zusammenhang nicht bedeutet, einfach Kleider anzuziehen, sondern eben, dass man seine Absicht fasst, zum um die Hajj zu machen. فلا يصح أن يقول. Und der Platz der Absicht ist das Herz, liebe Geschwister, und es ist nicht so richtig. Die Absicht auszusprechen. Das ist also nicht richtig, zum Beispiel zu sagen: Allahumma inna nawaitu al-hajja fi hadha al-aam, aam 1436, al-muwafiq li 2016, fi yawm al-ithnain, al-muwafiq li 29 min shahr dhul-qa'dah, al-muwafiq li al-shahr al-miladi kada wa kada, muhrim min as-sa'a as-sadisa wa nisf bi tawqit al-mamlaka al-arabiyya as-sa'udiyya. حاجا مع حملة فلان ابن فلان. نعم. هذا قايد من بشر ليش ما أخذت بس من اللي سأنا أبسط أوش indem man zum Beispiel sagt, oh Allah, ich habe mir jetzt fest vorgenommen, für dich die Pilgerfahrt zu machen im Jahr 1436, was der christlichen Zeitrechnung entspricht von 2015 und zwar in diesem Monat an diesem Tag zu dieser Uhrzeit mit dieser Reiseveranstaltung. Das ist natürlich nicht richtig, dass man das macht. فإذا الآن نوى بقلبه انعقدت النية وانعقد الإحرام وهذا هو الركن الأول قدمه لله الحمد. نعم. بما ist so, dass man sobald man in seinem Herzen die Absicht gefasst hat, diese Sache umgesetzt ist und man die erste Säule der Hajj eingehalten hat. ثم يلبي بالتوحيد. يلبي بماذا؟ بالتوحيد. نعم. ما هو التوحيد؟ شهادة أن لا إله إلا الله يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا هو التوحيد نعم. Das was man laut ausspricht ist die sogenannte Talbiya, dass man dieses Bittgebet spricht, das der Sheikh gerade gesagt hat und dass man damit den Tawhid laut bezeugt. نعم. فالآن عندما تنعقد النية بالحج والعمرة أصبح لديه محظورات إحرام أصبح لديه أشياء ممنوعة عليها الآن نعم. Ab dem Moment, in dem du in den Ihramzustand eingetreten bist, gibt es spezielle Dinge, die dir verboten sind zu tun. نعم. قال يحرم عليه قص الشعر أو نتف الشعر شعر الرأس نعم. Und zwar ist es dir nicht mehr erlaubt, deine Haare zu schneiden oder etwas von deinen Haaren zu nehmen. وتقليم الأظافر oder deine Finger oder Fußnägel zu kürzen. والطيب auch sonst darfst du kein Parfum mehr zu dir nehmen. وتغطية الرأس بملاصق du darfst auch deinen Kopf nicht mehr bedecken, sei also mit einem Hut oder einer anderen Bedeckung. الطاقية eine Mütze. الغترة ein Tuch. لكن لو وضع حقيبة على رأسي لا يضر لأن هذا ليس بلباس ما ترى إنسان عاقل يقول فلان لابس حقيبة على رأسي لا هذا ليس بلباس أصلا اللباس هو الممنوع نعم فلو حمل المتاع على رأسي لا يضر هذا لو ركب السيارة لو جلس في الخيمة نعم هذا لا يضر شيء نعم dabei geht es nicht darum dass man kein Kleidungsstück auf seinem Kopf hat. Das heißt, wenn man sein Gepäck auf den Kopf trägt oder wenn man in einem Auto sitzt, wo ja meistens ein Deckel drüber ist oder ähnliches, wenn man in einem Zelt sitzt, dann ist das absolut unproblematisch. أما إذا لبس الساعة النظارة الحزام نعم. Außerdem ist es hier ab jetzt nicht mehr erlaubt, genähte Dinge, genähte Kleidungsstücke zu tragen, beziehungsweise Kleidungsstücke, die zugeschnitten sind auf die einzelnen Körperteile. هذا لا إشكال في هذه الأشياء
الحجام والنظارة والساعة، وكذلك أن علينا الآن إذا كان فيها شيء من الخياطة هذه لا تضر، الذي يضر المفصل على الأعضاء المحيط بالأعضاء، قلنا الفلينة والثوب والسروال. نعم. Das beinhaltet nicht zum Beispiel eine Uhr oder einen Gürtel oder ähnliches. Das ist damit nicht gemeint. Dementsprechend vielleicht der Chef, es ist auch unproblematisch, Schuhe anzuziehen, die genäht sind. Denn er meint, es ist speziell bezogen auf Kleider, die für die einzelnen Körperteile zugeschnitten sind. Genau. وكذلك يحرم عليه الصيد، صيد البر. نعم. Ab jetzt ist es verboten, jagen zu gehen. ويحرم عليه الجماع. Und Geschlechtsverkehr zu haben. والمباشر لمقدمة الجماع. Und das, was zum Geschlechtsverkehr führt, ein Vorspiel. ولا يكون أحد أطراف النكاح لا زوج ولا زوجة ولا ولي. نعم. Außerdem darfst du nicht darfst du weder heiraten noch beteiligt sein daran, dass ein Ehevertrag geschlossen wird. Das heißt, du darfst weder Ehemann sein, noch eine Ehefrau, noch darfst du der Wali, also der Verantwortliche sein von einer Ehefrau. Na, وتزيد المرأة على هذه المحظورات أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. نعم. Und für die Frau ist es außerdem nicht erlaubt, dass sie ihr Gesicht bedeckt mit einem Haar oder dass sie Handschuhe trägt. فماذا تصنع؟ هي منقبة في بلدها الآن ولله الحمد في مكة تكون سافرة؟ Was soll sie jetzt machen? Die Frau, die normalerweise immer ihr Gesicht bedeckt, mashallah, jetzt aber in diesem Zustand keinen Haar tragen kann. لا تسدل يعني ترمي الغطاء على وجه حتى ولو مس الأنف لا إشكال، الإشكال كل الإشكال في شد النقاب على أنفها. نعم. Sie soll sich eine andere Möglichkeit suchen, ihr Gesicht zu bedecken, zum Beispiel indem sie ein Tuch, das sie anhat, über ihr Gesicht wirft. Und wenn das auch eng am Gesicht ist, das ist kein Problem, sondern das Problem ist, dass der Nehab extra dafür zugeschnitten ist. الأجانب تستر الغطاء على وجهها. نعم. Das heißt, die Frau kann und sollte, wenn fremde Männer um sie herum sind, auch ihr Gesicht bedecken. نعم. ذكر هنا يعني مباحات الإحرام اللي يظن بعض الناس أن هذه من المحظورات الإحرام. نعم. Es sind einige Dinge erwähnt, die erlaubt sind, von denen aber viele Leute denken, dass es verboten wäre. لبس الساعة. Eine Uhr zu tragen. Al-Khatam. Eine Ring. Schuhe, bestimmte Gläser. Eine Brille oder ein Gürtel. يستظل طبعا. نعم. ويدخل في السيارة ويدخل في الخيمة ويدخل في الغرف. لا إشكال. Kein Problem, in einem Zimmer sich aufzuhalten, in einem Auto, in einem Bus oder einem Sonnenschirm über sich. Er darf auch duschen. ويستعمل الصابون والشامبو. Und er darf auch Shampoo oder Seife benutzen. هل وجدت في يوم من الأيام إنسان عاقل يتطيب بالشامبو والصابون؟ Denn hast du jemanden gesehen, der sich einfach mit Shampoo oder Seife? لكن يبتعد عن أنواع الصابون ذات الرائحة القوية والشامبو كذلك. نعم. Aber besser sollte man Shampoos oder Seiten etc. vermeiden, die einen starken Duft haben. هل له أن يحك الرأس؟ وعندما يغتسل يعني يحك رأسه؟ نعم. Spricht irgendwas dagegen, wenn man sich die Haare wäscht, dass man das richtig einmassiert? Nein. قد يسقط شيء من الشعر، صح؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول لو لم أستطع أن أحك بيدي لحككت برجلي. نعم. لا هو أن يحك الرأس ولا إشكال ولو سقط شيء من الشعر لا شيء عليه. نعم. أو كان قاعد بليب من دبي أن هار من مفلوه كيف ولا فين تسوس مفلوه إن شاء الله. نعم. ذكرنا أن يحرم من الميقات. بعد هذا الآن عندما تنطلق السيارة تبدأ بالمشي يتذكر أنه مجيب لنداء الله. يبدأ يلبي.
كل ما تنطلق السيارة وكل ما يمشي إلى مكة يلبي إلى أن يصل إلى الحرم. نعم. Jetzt bist du auf dem Weg zur großen Moschee in Mekka und du erinnerst dich daran und vergegenwärtigst dir, dass du jetzt auf dem Weg zur Hajj bist und auf dem Weg zur Moschee und du sprichst immer die Talbiya aus, dieses Mitgebet. Al asal annahu yabda' bil haram wa yatub. إلا إذا كان متعب أو لديه متاع وذهب إلى الفندق أو ارتاح لا إشكال في هذا. نعم. Und zwar machst du das, bis du bei der Moschee ankommst. Und dann wäre es der normale Ablauf, dass du dann den Tawaf machst. Allerdings, wenn du sehr müde bist oder erstmal zum Hotel gehst, dann ist es kein Problem. نعم. وليس هناك يعني باب من الأبواب أو أدعية خاصة للطواف أو للسعي إلا ما سنذكر بإذن الله تعالى. نعم. Und es gibt nur die bestimmten Bittgebete, die wir folgen nennen. يبدأ يستقبل الحجر الأسود يقبل إن استطاع. Und zwar beginnt man seinen Tawaf beim schwarzen Stein oder auf Höhe des schwarzen Steins. Wenn man kann, dann küsst man ihn. وإن لم يستطع استلمه بيده كأنه يسلم عليه. نعم. Und wenn man dazu nicht imstande ist, dann grüßt man ihn von weitem, indem man seine Hand hebt. وإن لم يستطع أشار إليه. نعم. وقال الله أكبر. Oder wenn das auch nicht möglich ist, dann eben zeigt man zumindest in die Richtung und dort sagt Allahu Akbar. هذا الطواف الآن يسن فيه أنه يضع على الطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتق الأيسر. نعم. Beginn dieses Tawafs ist es von der Sunna, das zu machen, was man sehr häufig sieht bei den Leuten, nämlich ein Teil des oberen Gewandes unter die rechte Achse zu machen, wie man es auf dem Bild links unten sieht, und somit die rechte Schulter freizulegen. نعم. ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى يعني دون الهرولة وأعلى من المشي. نعم. Und die ersten drei Runden des Tawaf, die man dann macht, die macht man in einem schnelleren Gang. Es ist wie ein etwas schnelleres Laufen, aber kein Rennen. في الأشواط الثلاثة الأولى فقط هذا الإسراع في المشي. Und das macht man, wie gesagt, in den ersten drei Runden nur. يجعل البيت عن يساري ولا بد. Und die Kaaba ist andauernd auf deiner linken Seite, zu deiner linken. من الحجر إلى الحجر هذا شوق. Und wenn du wieder ankommst beim schwarzen Stein, dann hast du eine Runde vollendet. فإذا انتهى من الشوط السابع ليس هناك تكبير عند الحجر الأسود. يخرج في مكان ليس فيه أذية للناس لمن يطوف ويصلي ركعتين. نعم. Und wenn du das siebenmal gemacht hast, dann hast du deinen Tawaf beendet. Und beim siebten Mal, dann grüßt man auch nicht den Stein oder spricht eine Takbir, sondern man begibt sich in aller Ruhe an einen Ort, wo man niemanden behindert oder stört und betet zwei Rak'ah. يصلي ركعتين سنة الطواف. نعم. Und die nennt man die Sunna des Tawaf. Das ist ein Gebet auf zwei Rak'ah stehen. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة الإخلاص قل هو الله أحد. نعم. ليست من في diesem Gebet der ersten Raka'a سورة الكافرون und der zweiten الإخلاص jeweils nach der Raka'a. ثم بعد هذا يخرج إلى المسعى. نعم. إلى جبل الصفا. نعم. Im Anschluss daran begibt man sich in den Bereich der wo man das Sa'i macht, also zwischen den zwei Hügeln, الصفا und المروة. الآن عندنا في الصفا في الطابق الثاني وكذا مثل الدائرة فوق هذه لا يدور حولها يأتي إلى نهاية الحد حد العربات ويستقبل القبلة. نعم. يعني الآن عند جبل الصفا في الطابق الثاني وفي الطابق الثالث في مثل الدائرة هذه لا يلف حولها يأتي إلى نهاية حد العربات كما هو موضح الآن بالصورة هذه. Also نعم. Heutzutage ist es ja nicht nur so, dass da nur zwei Hügel sind, sondern es ist eine mehrstöckige Anlage. Und wenn du im zweiten Stock bist zum Beispiel, dann hast du da etwas wie einen Kreis und um den musst du nicht rumlaufen,
sondern wie es auch gleich nochmal beschrieben wird. وهو عندما يخرج من الطواف ويأتي إلى الصفا وهو يمشي يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة نعم. Und wenn du dich von Al-Marwa auf dem Weg zu Al-Safa von einem Hügel zum anderen machst, dann liest du den Vers, den Allah sagt in Al-Safa und Al-Marwa und bis zum Ende des Verses. نعم. يأتي يستقبل الكعبة يستقبل القبلة نعم. مثلا. الآن عندما يأتي إلى الصفا نعم. Und zwar wendest du dich dann, wenn du zum Hügel Al-Safa kommst, Richtung Kaaba. ماذا يصنع؟ Und dann machst du das folgende. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بأدعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هنا دعاء خاص إلا هذا الذي ذكرنا نعم. Und wenn du dann da stehst und Richtung Kaaba dich gedreht hast, dann sprichst du das, dieses Dicker, dieses Gelenk, das der Sheikh eben gesagt hat. Und das ist das Einzige, was es hier zu bemerken gibt an Texten. Danach kannst du mit Gebet sprechen, wie du willst. Aber natürlich ist es immer das Beste, mit Gebet zu sprechen, wie wir aus der Sunna kennen. ثم يقول المرة الثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم مرة ثالثة يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم يمشي إلى المروة نعم. Dann nachdem du mitgespielt und gesprochen hast und dich immer noch an diesem Platz befindest, sagst du ein zweites Mal dieses Dicker, diese Sätze. Und sprichst noch einmal danach mit Gebeten und dann sagst du nochmal diese Sätze und dann machst du dich wieder auf den Weg Richtung Al-Marwa. Min al-Safa ila al-Marwa shawl. Und es zählt als eine Bahn, wenn du einmal von einem Hügel zum anderen gehst. Wa min al-Marwa ila al-Safa hada shawl. Also einmal von Safa nach Marwa ist eine Bahn und in die andere Richtung ist noch eine Bahn. يعني ينتهي في السبعة أشواط عند الصفا أو عند المروة. Wenn du also oder wo beendest du also deine Zeit, wo hast du sieben erreicht? لابد عند المروة ينتهي نعم. Es muss bei المروة sein. ويسعى بين العلمين. Und dann gibt es da zwei Kennzeichnungen, wenn du dort bist und zwischen denen läufst du schneller. سعيا شديدا يتذكر بهذا السعي سعيه على الصراط بإذن الله تعالى فإذا سعى في هذه الدنيا إلى الله بقوة هذا بإذن الله يكون الجزاء من جنس العمل يوم القيامة يمشي على الصراط أو يعني يكون كالبرق أو كالريح أو كالجواد نعم du läufst wirklich du versuchst schnell zu laufen und währenddessen denkst du daran wie du am Tag der Auferstehung über den Sirat über diesen Haufen dünnen Weg laufen wirst und inshallah wenn du das so machst dann wird die Belohnung entsprechend deiner harten Diesseits sein, dass du auch jemals schnell darüber kommen wirst. نعم. فإذا انتهى على المروة ماذا يصنع الآن؟ الآن بهذا انتهت العمرة. Wenn du dieses Lauf, dieses sieben Mal beendet hast, dann hast du deine Umrah beendet. فإذا كان متمتعا ايش يصنع الآن؟ يقصر لا يحلق هذا الحاج. أما في العمرة الحلق أولى وأفضل نعم. Dann kommt im Anschluss daran, dass man sich die Haare rasiert. Allerdings, wenn man natürlich danach noch die Hajj macht, dann ist es angebracht, dass man sich die Haare kürzt. أما المرأة تأخذ تجمع الشعر من وراء الرأس وتأخذ قدر أنمل. نعم. يعني الآن الإصبع الواحد فيه ثلاث قطع. يعني مقدار قطعة واحدة من هذه الثلاث قطع. نعم. Das gilt für den Mann. Die Frau allerdings, die nimmt ihre Haare zusammen, zu einem Zopf in etwa, und nimmt dann nur einen kleinen Teil von ihren Haaren, schneidet ein Stück ab in etwa, so wie das Glied eines Fingers. نعم فإذا جاء اليوم الثامن من ذو الحجة يسمى هذا اليوم بيوم التروية يوم التروية لأنهم كانوا يحملون الماء من مكة إلى منى لأن منى ليس فيها ماء نعم Also jetzt haben wir die Umrah abgeschlossen und wollen uns der Hajj zuwenden. Dann ist ein wichtiger Tag, der sogenannte Yawm Tarawih. Und das ist der achte Tag.
يلبس يغتسل ويلبس الإزار والرداء وينوي الآن الحج. نعم. Und man bereitet sich vor, wie man sich zur Umrah vorbereitet hatte, mit der entsprechenden Kleidung und allem, was dazugehört. Und jetzt hat man allerdings die Absicht, Hajj zu machen. في اليوم الثامن قبل الظهر حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا من اليوم الثامن ويصلي فجر يوم التاسع بمنى ثم ينطلق إلى عرفة. نعم. Das macht man am achten Tag des Hajj-Monats, wenn möglich vor dem Mittagsgebet, dann fasst man das Mittag- und das Asr-Gebet, Nachmittag-Gebet zusammen. Genauso fasst man dann später das Abend- und das Nachtgebet zusammen, so dass man dann letztlich sein Morgengebet am neunten Tag in Mina betet und dann sich auf den Weg macht Richtung Abend. يقصر الصلاة الرباعية. ما هي الصلاة الرباعية؟ صلاة الظهر والعصر والعشاء. أما الفجر والمغرب هذا لا تقصر أبدا. نعم. Und man kürzt seine Gebete, die Gebete, die aus vier Rakat bestehen, nämlich das Mittags-, das Nachmittags- und das Nachtgebet. نعم. طيب. بعد هذا قلنا أن الوقوف بعرفة يبدأ من ظهر من دخول وقت صلاة الظهر في اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر. نعم. Wir haben gesagt, die Zeit, die richtige Zeit für Arafa ist ab dem Mittagsgebet, ab dem Eintreten des Mittagsgebets vom 9. Tag bis zum Hajj-Gebet vom 10. السنة أنه لا يدخل إلا بعد أن يصلي الظهر والعصر يكون في مقدمة المسجد وإن دخل فلا إشكال. نعم. Und es ist die Sunna, dass man das Mittags- und Nachmittagsgebet zusammengefasst betet vor Arafa, bevor man diesen Bereich betritt, aber wenn man ihn schon davor betritt, dann ist das auch okay. نعم فيدخل عرفة بعد أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر يعني جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين يقصر الرباعية ركعتين ثم ركعتين. نعم. Optimal wäre es also von der Sunna, dass man das Mittagsgebet und das Nachmittagsgebet zusammenfassen zur Zeit des Mittagsgebets und kürzt, also einen Adhan spricht und vor jedem Gebet die Iqama und dann macht man sich den Weg. يبقى في عرفة إلى غروب الشمس وجوبا. Und dort in Arafa bleibt man dann bis zum Sonnenuntergang. هذا الذي تراه الآن الذي عليه العلامة ما يسميه الناس بجبل الرحمة هذه التسمية لم ترد في الشرع والصعود لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجبل. نعم. فتقف في أي مكان في عرفة. نعم. Auf dem rechten Bild sieht man jetzt einen Berg, der heutzutage der Berg der Barmherzigkeit genannt wird. Allerdings ist weder diese Bezeichnung aus der Sunna irgendwie überliefert, noch ist es überliefert, dass man dort auf dem Berg sich befinden müsste. Vielmehr reicht es aus, in der Region von Arafa sich aufzuhalten. فإذا غربت الشمس يتحقق من غروب الشمس ويكثر من الدعاء في عرفة. نعم. Und wenn die Sonne untergegangen ist, dann konzentriert man sich auf Dua, um viele Bittgebete zu sprechen dort. نعم. سواء كان قائم أو جالس أو على جنب لا إشكال. نعم. Und dabei muss man nicht etwa stehen, sondern es ist egal, ob man sitzt oder liegt. بعد هذا ينطلق في سكينة إلى مزدلفة. نعم. بعد أن تغرب الشمس. نعم. Und im Anschluss daran, wenn dann die Sonne untergegangen ist, dann begibt man sich auf den Weg nach مزدلفة. فإذا وصل إلى مزدلفة أول شيء يصنع يؤذن ثم يقيم ثم يصلي المغرب ثم يقيم ثم يصلي العشاء ركعتين والمغرب ثلاث ركعات كما هي. نعم. Und sobald man angekommen ist, das Erste, was man tun sollte, wenn man in Muzdalifa angekommen ist, ist, dass man seine Gebete verrichtet, und zwar zusammengefasst, das Abend- und das Nachtgebet, und das Nachtgebet natürlich gekürzt auf zwei Rakaat. ثم ينام. Und dann schläft man. ولا يحيي هذه الليلة بصلاة وله أن يوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الوتر في الحضر وفي السفر. نعم.
Natürlich kannst du dein Wintergebet beten, das ist okay, der Prophet Al-Salam hat es, wenn er sesshaft war und auf der Reise gebetet. Allerdings solltest du sonst die Nacht schon schlafen und benutzen und nicht immer wach bleiben. ويمكث بها إلى دخول وقت الفجر. نعم. Und du bleibst dort, bis das Wintergebet eintritt. فيصلي الفجر في أول الوقت. Betest es zu Beginn der Zeit. ثم يستقبل القبلة ويدعو. Und dann im Anschluss daran wendest du dich der Qibla zu und sprichst das Gebet. نعم فإذا قربت الشمس من الطلوع يعني ظهر النور وقوي ينطلق الآن هنا إلى منى إلى جمرة العقبة. نعم. Und kurz bevor die Sonne aufgeht machst du dich, wenn es dir möglich ist, auf den Weg nach Mina und dort zur großen Säule. نعم. عندنا الجمرات هي ثلاث جمرات. الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. Wir haben insgesamt dort drei verschiedene Säulen, die kleine, die mittlere und die große. هذا اليوم هو يوم العيد. السنة فيه أن ترتب أشياء أربعة. نعم. هذه السنة فيه في هذا اليوم. Am Eidtag, am 10. Tag. Und es gibt verschiedene Dinge, die von der Sunna sind zu tun. مجموعة هذه الكلمة السنة في أعمال يوم العيد جمعت في كلمة رنحب. Und zwar es gibt es eine Abkürzung, die heißt رنحب. نعم نعم. Und diese Abkürzung, die ist eine Art Merkspruch für alle Dinge, die man tun sollte. رنحب رمي ونحر وحلق وطواف السنة أن ترتب هذه الأشياء إن لم تستطع الترتيب فلا شيء عليك. نعم. أولا ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات. نعم. Das bedeutet رمي. Das heißt, dass du erstmal die Säule du wirfst mit sieben Steinchen. ثم تنحر يعني تذبح الهدي. Und dann hast du das Opfer danach. ثم الحلقة والطواف أو التقصير. Und danach schneidest du dir die Haare komplett oder kürzt sie. ثم تطوف وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة طواف الإفاضة. إن استطع في هذا اليوم وإلا له أن يؤخر هذا الطواف إلى يوم السفر ما لم يخرج شهر ذو الحجة. نعم. Und danach machst du dann deinen Tawaf, den wir vorher als den auch unter anderem Tawaf Ziyara bezeichnet haben, den Pflichttawaf, den du machen musst, wenn du ihn an diesem Tag machen kannst. Ansonsten ist es auch okay, ihn noch bis zum Ende des Hajj-Monats zu machen, solange du natürlich nicht erreicht bist. ما لا بقي عليه الآن. بقي عليه المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ويرمي في كل يوم ثلاث جمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمرة بسبع حصيات. نعم. Wenn du das alles gemacht hast, dann bleibt nichts mehr zu tun, außer in Mina zu verweilen und dort jeden Tag die drei Säulen zu beschmeißen, und zwar die kleine, dann die mittlere und die große, jeweils mit sieben Steinchen. Ja, يرمي أول الجمرة الصغرى ثم يأخذ ذات اليمين ويقف طويلا يدعو الله سبحانه وتعالى ثم يأتي للوسطى ويرميها ثم يأخذ ذات الشمال ويقف طويلا ويدعو ثم يأتي لجمرة العقبة ويرميها ويقف عندها. نعم. Wenn du kannst, also dann du fängst mit der ersten, mit der kleinen an, wirfst sieben Steinchen, dann gehst du zur rechten und nimmst dir Zeit, Dua zu sprechen zu Allah. Dann gehst du zur mittleren Säule, wirfst deine Steinchen, begibst dich danach zur linken und sprichst wieder Dua und nimmst dir Zeit dabei und dann machst du dich auf den Weg zur großen, zur letzten und schmeißt auch sieben Steinchen auf sie. يفعل هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر كل يوم بعد زوال الشمس يعني عند دخول وقت الظهر. نعم. Und das machst du am 11., am 12. und wenn du so lange dort bist, auch am 13. Tag, und zwar jeweils nach Beginn des Mittagsgebets. وله أن يرمي في الليل. نعم. Und es ist auch erlaubt, nachts diese Steinchen zu werfen. نعم. طيب بهذا يبقى مع الحاج طواف الوداع وقلنا ان طواف الوداع ليس من واجبات الحج هو واجب لكن ليس من واجبات الحج. نعم. Wenn du das gemacht hast, dann machst du noch deinen
Abschiedsmauer. Und wir haben gesagt, er ist zwar eine Pflicht, aber wir bezeichnen ihn nicht als Pflicht der Hand an sich. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الحج ويتقبل مني ومنكم الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نعم لا ما حد يسأل إلا الحجاج نعم يا حاج في سؤال التحلل ولا الثاني في